So, kannst du hauen? Ja. So. Was wollt ihr? Für die Gerechtigkeit. Das zweite Leben vom Baby ist auf der Flucht und jetzt ist es tot. Nichts leichter als das. Was hast du dabei? Ein paar Pfeile. Oh, mehr Pfeile sogar. Eine Rüstung, die uns nichts bringt. Dann gucken wir mal, was du in deinem Hort hier versteckt hast. Nix. Okay, Pfeile für Immoin. Pfeil zum Identifizieren. Das ist ein Pfeil plus 1. Sehr gut. Dann hast du ja nochmal ein paar Pfeile. Eispfeile zu Minsk. Ja, der kann die nicht mehr alle transportieren. So. Was? Nichts leichter als das. Dann wäre der Teil auch erledigt. So, gehe ich jetzt unten rum weiter. Unter meiner Würde. Unten rum wieder in Richtung Brücke. Ah, ja, es wird langsam. Was die Erfahrungspunkte angeht. Ah, da sind wir schon wieder am Fluss. Tasnui. Ah, bis jetzt nur ein Tasnui, die anderen haben wir noch nicht. Oh, ich bin wirklich der Aggro. Mit ganzem Herzen bei der Sache. Da sind noch mehr. Tasnui. Zieh dich mal zurück, Kalit, dass die durch die Bäume hier irgendwo durchkommen. Zwischen Bäumen zu kämpfen ist nämlich etwas kontraproduktiv. Jedenfalls gegen Tasnui. Orion wäre auf eure Taten stolz. So, tote Tasnui sind besser. Gut. Dann decken wir mal hier fertig auf. Also den Bereich hier. Und dann decken wir das Stückchen noch auf. Oh, die sind aber... Ach so, da ging es rum. Und da geht es auch noch rum. Über den kleinen Bach. Und ja, das ist für mich ein kleiner Bach. Kleines Flüsschen. Oder ein großer Bach und ein kleines Flüsschen. So rum. Ja, und die Grillen zirpen. Ja... Hey, wir haben sogar den dritten Teil des Mantelwaldes. Hallo Höhlenbär. So. Weg mit dem Höhlenbär. Also die Schattendruiden waren bis jetzt davor, dass wir so stark vor denen gewarnt wurden, waren die bis jetzt eigentlich ziemlich lächerlich. Und das kann sich auch noch ändern. Wir haben sie jedenfalls nicht zum Zaubern kommen lassen. Vielleicht lag es daran. Ja, normalerweise sind gerade zaubernde Gegner, vor allem wenn sie Furcht oder sowas zaubern, sehr unangenehm. So, das war das Flüsschen. Das mündet übrigens da unten. Ja, an der Stelle in den großen Fluss. Hier sieht es aus, als ob wir drüber könnten. Ja, hier können wir irgendwo drüber. Hier kommen, wo die Tasler hier rüberkommen. So, noch zwei Tasler sind da. Kein Tasler mehr. So, das heißt, dem Gebiet bin ich jetzt auch langsam durch. Das heißt, wir betreten den vierten Bereich des Waldes gleich.
Und ja, ich weiß, es gibt insgesamt 4 Waldabschnitte und dann gibt es noch die Minen, die wir suchen. Für viel mehr ist ja hier nicht mehr Platz. Wir sind einmal vom freundlichen Arm hier durch den Wald rundherum gegangen. Sozusagen auch bergaufwärts. Und alles so. Mussten hier über den Fluss auch, der mitten durch den Wald läuft. Deswegen mussten wir den Umweg gehen, anstatt dass wir einfach direkt gegangen wären. Außerdem ist der Wandelwald ziemlich verwirrend. So. Auf ins nächste Gebiet des Mantelwaldes. Denken. Wollen wir nicht anhalten? Nicht leichter als das. Ganzen Tag schon genug geschuftet, Sklaventreiber. Das war ein Lindwurm. Und für zurück zum freundlichen Arm brauchen wir 64 Stunden. Nichts leichter als Aber das. Aber wir kommen heil beim freundlichen Arm an. Sehr gut. Ich höre ein bisschen. Was wollt ihr? Ja, gut. Ja, ich weiß, dass ihr alle müde seid. Deswegen gehen wir jetzt erstmal eine Runde schlafen, hochheilen. Ich bin ganz. Ja, jetzt fehlen nur noch Minsk und Dünner hier, die meckern. Machen wir erstmal Schlaf. Und dann brauchen wir. Ja, da müssen wir Zeug verkaufen, nachdem wir uns ausgeruht haben. Khalid und Minsk sind voll beladen. Und wir brauchen Pfeile und Schleuderkugeln. So. Beinahe unter meiner Würde. Brauche ich mehr Bier? Sucht euch ja, die Besoffenen. Meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Ich tue mein Bestes. Bitte. So. Was habt ihr zu verkaufen? Erstmal möchte ich königlich rasten. So. Dann möchte ich handeln. Das Autogramm will ich nicht verkaufen. Ich will die ganzen Edelsteinsachen hier loswerden. Vor allem der Diamant, der bringt viel Gold. Die ganzen Edelsteine hier. Der Tölpelring, der bringt 50 Goldmünzen. Feueropalring bringt viel Gegengift. Minsk braucht das Schwert auch nicht mehr, weil er jetzt den Spinnenfluch hat. Und den Trank. So. Das war eigentlich alles, denke ich mal. Du identifizier mal den. Stab des Frostes. Gut. Oh, ach ja, wir wollten noch Munition kaufen. Und irgendwas muss ich bei ihr hier machen. Die hat viel zu viel Zeug jetzt mittlerweile gelagert. Aber jeder hat irgendwas gelagert. Dann tue ich die mal hier rüber. Also für 4. Du könntest eigentlich noch Schleuderkugeln tragen, also machst du das auch mal vorläufig. Was wollt ihr? Oh, das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Ja, das kann ich mir vorstellen mit der Eisenknappheit und allem. Kugeln brauchen wir erstmal. So, kaufen wir erstmal alles an Kugeln, dass die beiden voll sind. So. Für Imolen brauchen wir 7 Stacks Pfeile, 3, 4, 5, 6, 7. Waren das 7 oder habe ich mich verzählt? Nein, es waren 7. So. Pfeile.
Du packst mal Schleuderkugeln bei dir und gibst Dünner hier, die da. So, dann hat sie hier noch 3 Stacks, bei Yahira hat sie 3 gepackt und dann ist alles gut. Beinahe unter meiner Würde. Dann können wir erstmal raus aus der Schenke, uns draußen noch hochheilen. Ja, ich weiß, dass ich meine Party versammeln muss. Gut. So. Und wenn wir dem Gebiet angekommen sind, müssen wir auch noch mal schlafen. Nach dem langen Marsch dann. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Ja, Hira, du hast doch immer was zum Meckern. Ja, das ist das Problem, dass Yahira neutral ist. Als Druidin. Also als Druiden-Kämpfer-Mischung. Das ist sie ja. Kämpfer-Druide. Wir sind Kämpfer-Kleriker. Deswegen können wir neutral gut sein. Jo. Dumm. Schicken wir mal alle hier hin. Und dann wird gut geheilt. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Erst selber. Was wollt ihr? So, du bist voll geheilt. Dann fängst du mal an, Kalle zu heilen. Ja, oh, allgegenwärtige Autoritätsperson. Du heilst Imoen. Was? Du heilst doch mal Kalle. So, und jetzt fehlen noch Linz. Eine Aufgabe? Linzpunkte. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Das wird aber nicht reichen, also tust du noch mal eine deiner Passivheilungen hinterher. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Was? Jetzt moddert sie zweimal hintereinander, dass ich ihr nicht als Anführer schmecke. So, 60 Stunden bis in den Mantelwald. Ihr habt gerufen, ich komme, denn ich verschwinde jetzt. Okay. Kann ich euch behilflich sein? Ja. Du sprichst einen Segen. Okay, du entgiftest dich erstmal selber. Ja, oh allgegenwärtige. Du trinkst einfach ein Gegengift. Selber entgiften hat nicht geholfen. Ihr habt eine Aufgabe. Dann ja, hier rein, gifte du mal, Talisa. So. Ja, nichts lag. Euer Leben liegt in meiner Hand. Das ist jetzt nicht so toll gelaufen. Ist auch noch eine Falle zugeschnappt. Habe ich schon mal gesagt, dass ich. Ja, Minsk ist der Einzige, der sich hundertprozentig frei bewegen kann hier. So, raus mit euch aus dem Gebiet. So gut ich kann. Was? Gut. Okay, das Gebet hat nachgelassen. Man kann es ja mal versuchen. So, jetzt fehlt nur noch Yahira. Komm, Yahira. Ja. So, du heilst dich mal selber, wenn es ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ja, hier, Rettungswurf gegen Zauber, sehr gut. Und wir haben keine Heilzauber mehr. Was? Ihr beide seid nur leicht. Nee, du bist gar nicht angeschlagen. Du bist nur ganz leicht angeschlagen. Gut. Nur die beiden hat's ordentlich erwischt. So, wo wurden wir jetzt überrascht? Am Anfang. Du bist hier lang. Wir laufen ja auf dem Tor. Hier auf die Augen. Was wollt ihr? Das ist jetzt böse.
Das ist sogar so böse, dass ich ein bisschen... Ihr habt wie befohlen. Wow,